Etwas, eine Kleinigkeit unterscheidet mich von euch. Bro, das ist so ehrenlos eigentlich. Alter, das kann der doch nicht machen. Das kann der wirklich nicht machen. Alter Schwede, in einer Kindersendung, Bro. Peace, Leute, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute an einem wundervollen Montag schauen wir uns mal wieder ein Video von Wissenswert an. Die überraschende Wahrheit über Willi Wills Wissen. Ich bin sehr gespannt, was wir hier Überraschendes erfahren werden. Willi Wills Wissen, natürlich in letzter Zeit im Hype aufgrund der vielen Memes und der mehr oder weniger angebrachten Sprüche, die darin vorkommen. Zum Beispiel diese eine gegenüber Rollstuhlfahrern, das war schon wirklich hart. Hart an der Grenze. Schon mal rein. WWW. Für die meisten Menschen steht das wahrscheinlich für das... Für World Wide Wohnzimmer, ganz klar. Das World Wide Web. Ah ja. Kids der 90er und 2000er Jahre haben aber möglicherweise noch eine andere Assoziation. Willi will's wissen. Yes. Wer kennt's noch? Wer hat das früher live im Fernsehen sehen können? Scheiße, Alter. Ich hol mir kurz eine neue Flasche, Leute. Bleibt dran. So. Stay hydrated. Willi Wills Wissen war eine Kindersendung, die sich mit Sachthemen beschäftigte und von zwei... Boah, kennt ihr noch Wissen macht A? Das war früher auch wild. Das habe ich immer bei meiner Oma geguckt, als ich da war. 2002 bis 2010 bei dem Kindersender Kika. Der auch im Kindesalter gebildete Boss ausgestrahlt wurde. Obwohl die Sendung somit so etwas wie ein Relikt aus den Zeiten vor Smartphones und Streaming hier schon im dicken Benzo geflext, der Willi Diensten ist sie seit geraumer Zeit wieder höchst relevant. Der Grund dafür ist, dass in den letzten Tagen und Wochen zahlreiche Memes in Umlauf gebracht wurden, die Angemessenheit der Sendung, die man natürlich in meinen Streams auch des Öfteren gesehen hat. Apropos heute 18 Uhr, ne? Stream, ihr wisst es. Und vor allem die Persönlichkeit des Moderators Willi ziemlich in Frage stellen. Aufgrund dieser aktuellen Relevanz wollen wir in diesem Video daher ein... Das, Willi Wills Wissen ist ja wirklich no joke, die personalisierte Relevanz, nee, personifizierte Relevanz, ja. ...einen genaueren Blick auf die Kontroverse um Willi Wills Wissen und den Moderator der Sendung werfen und dabei auch zu der ein oder anderen faszinierenden Der Simon. Kenntnis kommen. Daher bleibt dran, hier bei Wissenswert. Wir bleiben dran. Bevor wir genauer auf die... Das ist so ein asozialer Clip. Er ist natürlich alles aus dem Kontext gerissen, aber trotzdem, der war wirklich asozial. ...aktuelle Kontroverse eingehen wollen wir zunächst die Frage klären, welche Person überhaupt hinter dem Namen Willi steckt. Der Moderator von Willi Wills Wissen ist nämlich der Reporter Helmer Rudolf Willi Weitzel. Willi Weitzel wurde bereits 1972 in der hessischen Studentenstadt Marburg geboren. Seine Eltern waren im Einzelhandel tätig, sodass er eine unproblematische Kindheit genoss. Im Alter von 19 Jahren schloss er dementsprechend sein Abitur ab und versuchte sich an einem ersten Studium. Genius. Er studierte Theologie, also Religionswissenschaften. Theologie? Der religiöse Don? Wissenschaften. Musste aber nach 2 Jahren feststellen, dass ihm der Studiengang wohl nicht mehr so recht passte. Und dann hat er sich halt einfach rumprobiert, weil er wollte einfach alles wissen. Nicht nur Theologie. Stattdessen widmete er sich dann einem Lehramtsstudium. Die Vermittlung von Wissen schien ihm also schon damals eine interessante Aufgabe zu sein. Gleichzeitig absolvierte Willi, der damals Anfang 20 war, auch ein Praktikum beim Bayerischen Rundfunk und bekam so Einblicke in den Fernseh- und Radiojournalismus. Obwohl er dieses Praktikum nur gemacht hatte, um Erfahrungen zu sammeln, entpuppte es sich für Willi als eines der wichtigsten Sprungbretter seiner Karriere. Klar. Ein Redakteur des Bayerischen Rundfunks namens Andreas Reinhardt erkannte nämlich Willis Potenzial in der Medienbranche. Daraufhin wurde dann das Format Willi Wills Wissen... Krass, Alter, der Talentscout, der Reinhardt, der Allerechte. ...konzipiert, dass Willi von nun an moderieren sollte. Grundidee der Sendung war, dass Willi Ja, es ist ja nicht nur, er moderiert die ja nicht nur, es ist ja sogar seine Sendung. ...verschiedenste... Ne? ...nach ihm benannt. ...berufsgruppen und Orte besuchte und dabei gemeinsam mit den jungen Zuschauern und seiner naiven und neugierigen Art und Weise... Ja, der hat sich immer so richtig dumm gestellt. ...den Themen und Berufen auf den Grund ging.
Tatsächlich entwickelte sich das Format zu einem echten Quotenschlager, sodass über 8 Jahre hinweg fast 200 Folgen der Sendung produziert wurden, die inzwischen auf mehr als 4 Sendern ausgestrahlt wurden. Ja, läuft das eigentlich immer noch? Als wär cleverer Schachzug von denen, das jetzt einfach nochmal auszustrahlen von 1 bis 200, weil das gerade so einen Hype hat. Marketing-Boss. Hinzu kamen im Laufe der Zeit auch noch weitere Sendungen wie Willis Quiz Quark Club und Gute Frage, Nächste Frage. 2010 verabschiedete sich der Moderator jedoch allmählich aus der Fernsehlandschaft, um sich anderen Projekten zu widmen. Wie kommt es aber dann, dass ausgerechnet 10 Jahre nach der letzten Willi wills Wissen Episode ein derartiger Shitstorm... Stimmt. Wieso ist das jetzt gehypt? Das mit den Memes ist manchmal wirklich sehr, 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 sehr komisch. ...um den Moderator losgebrochen ist. Um das aktuelle Meme-Phänomen um Willi Weitzel und seine Sendung besser zu verstehen, ist es vor allem sinnvoll, einen genaueren Blick auf die viral gegangenen Clips zu werfen. So ging beispielsweise dieser Clip hier viral. Etwas, eine Kleinigkeit, unterscheidet mich von euch. Bro, das ist so ehrenlos eigentlich. Alter, das kann der doch nicht machen. Das kann der wirklich nicht machen. In einer Kindersendung, Bro. Wir laufen. Ich kann gehen. Ich bin ein Fußgänger. Oder auch der hier. Alter. Hier. Ey. Frau Doktor, ich glaube, ich bin verliebt. Wo tut's denn weh? Dies war... Okay, das kannte ich nicht. Okay. Jedoch nur 2 von vielen Momenten aus Willi wills Wissen, die in letzter Zeit verbreitet wurden. Der Grund für ihre Viralität ist dabei recht offensichtlich. An vielen Stellen kommt Willi Weitzel nämlich nicht nur unhöflich, sondern teilweise sogar diskriminierend oder gar verletzend rüber und zeigt damit ein Verhalten, was in den Augen vieler nicht nur unsympathisch, sondern auch unangemessen ist. Die Schlussfolgerung vieler Leute... Alter, Papa Platte, der Allerechte. Die Sache ist, das waren ja damals auch noch... Also damals ist noch nicht jeder für alles Mögliche auf die Barrikaden gegangen, ne? Da hat dann halt keiner was dazu gesagt, keine Ahnung warum. Willi Weitzel, der Typ hinter Willi wills Wissen, muss ein empathieloser und diskriminierender Soziopath sein, sodass auch Willi wills Wissen rückblickend betrachtet vollkommen unangemessen ist. Auch wenn diese Interpretation verständlich ist, ist sie bei genauerer Betrachtung einfach nicht wahr. Denn alle Clips, die in letzter Zeit viral gegangen sind, haben eine Gemeinsamkeit. Sie sind aus dem Kontext gerissen, ja. Kontext gerissen. Kann ich mir vorstellen, weil ich bin aber gespannt. Also, in welchem Kontext wäre das denn angebracht, zu sagen, eins unterscheidet mich von euch. Ich kann gehen, ich bin ein Fußgänger. Ihnen fehlt der größere Zusammenhang, der sie verständlich macht. Wie bereits erwähnt, war Willi wills Wissen nämlich eine Kindersendung, deren Grundidee es war, dass Willi Weitzel... Auch, glaube ich, nicht seine Mission, da irgendwen zu diskriminieren. ...sich auf naive Art und Weise jede Folge mit neuen Themen und Fragen beschäftigte. Da die Zielgruppe dabei logischerweise junge Kinder im Grundschulalter waren, erforderte dies auch eine gewisse Kind... Aber heute sind die Kinder dann ja auch erwachsen, die es von damals kennen. Sie sind nicht mehr 12, sie sind über 18. Jo, Olli. Wirklichkeit von Willi Weitzel höchstpersönlich. Mann. Wenn man sich nun mit dieser Tatsache im Hinterkopf die Ausschnitte aus Willis Sendung anschaut, wird klar, dass seine Direktheit nichts damit zu tun hatte, den Leuten vor den Kopf zu stoßen oder sie zu beleidigen. Ey, Alter, was sie hier so für Ausschnitte nehmen, Zehner, wenn diese Szene jemals irgendwo existierte. Stattdessen war sie stets ein Mittel, um die Inhalte seiner Sendung einfach und verständlich zu gestalten und bei seinen jungen Zuschauern echte Lerneffekte zu erzeugen. Seine heute als Dreistigkeit abgestempelte Art war also nicht darauf zurückzuführen, dass Willi Weitzel in irgendeiner Form eine rücksichtslose Persönlichkeit hatte. Im Gegenteil, sie war ein bewusstes pädagogisches Mittel, das Teil des Grundkonzeptes der Sendung war. Ich hoffe, die zeigen aber den kompletten... Krass, der hat ein Statement dazu rausgehauen. Auch Willi Weitzel selbst äußerte sich übrigens inzwischen zu den zahlreichen Vorwürfen, die gegen ihn laut wurden, und sagte, dass jeder, der ihn persönlich kenne, genau wisse, dass er im wahren Leben ein echter Menschenfreund sei. Auch wenn diese Aussage im ersten Moment vielleicht etwas hochtrabend klingen mag, ist aber tatsächlich etwas an ihr dran. Wenn man sich Willi Weitzels Beschäftigungen nach seinem Rückzug aus der Fernsehlandschaft anschaut... Krass. UNICEF, Party für Rechte von Kindern. Fällt nämlich auf, und so weiter, auf, dass er außergewöhnlich engagiert ist. So hat sich Willi in den letzten 10 Jahren für dutzende Hilfsprojekte Der Hammer, Alter, stell dich mal vor, ihr seid so ein übelster Ehrenmann, macht so eine Kindersendung, dann werden einfach so 10 Jahre nach eurem Karriereende einfach so Memes von euch erstellt.
Und ihr werdet so ein falsches Licht gerückt, obwohl ihr eigentlich euch so voll einsetzt, voll der Ehrenmann seid und ihr werdet einfach so komplett beleidigt. Eigentlich schon nicht korrekt, muss man sagen. Aber sieht man das jetzt gleich mal im Kontext? Eingesetzt. Beispielsweise ist er UNICEF-Pate und setzt sich so für die Rechte von Kindern ein. Spannend. Außerdem ist er in zahlreichen Stiftungen engagiert, die sich für das Wohl von Kindern einsetzen. Zudem ist er auch in Antirassismus-Kampagnen involviert und sitzt im Beirat der Hurraeus Bildungsstiftung. Der hat jetzt schon das zweite Mal irgendwas falsch vorgelesen. Hurraeus. Heraeus. Seit 2011 hat er sich außerdem auch um den Erhalt vieler Arten bemüht und ist daher inzwischen deutscher Botschafter der UN-Dekade Biologische Vielfalt. Neben diesen vielfältigen Engagements war Willi Weitzel aber auch weiterhin an anderen Projekten beteiligt und produzierte so beispielsweise eine Reihe namens Willis wilde Wege und andere Dokumentarfilme. Einen beispielsweise, bei dem er testete, ob es heutzutage noch möglich ist, mit einem Esel von Nazareth nach Bethlehem zu wandern. Auf Jesus angelehnt. Ein Vorhaben, welches ihm tatsächlich gelang. All diese Beispiele, sowie die Tatsache, dass die Willi-Wills-Wissen-Memes ausschließlich aus dem Kontext gerissen sind, verdeutlichen also, dass es definitiv sehr weit hergeholt ist, Willi Weitzel in irgendeiner Form menschenunfreundliches Verhalten. Nett, aber das wissenswert, das aufdeckt so. Ich muss aber sagen, ich glaube, das war schon jetzt nicht so korrekt. Also, das hätte man sich sparen können, dieses, es gibt einen Unterschied zwischen euch und mir, ich kann halt gehen, so. Natürlich war es aus dem Kontext, ich glaube, das hätte aber wirklich nicht sein müssen. An sich glaube ich aber, dass dieser Shitstorm, den er jetzt bekommt, auf keinen Fall gerechtfertigt ist. Halten vorzuwerfen. Stattdessen zeigt die aktuelle Debatte um ihn ein anderes Phänomen, auf das wir hier kurz eingehen wollen. Die Kontroverse ist nämlich ein erstaunliches Beispiel für Massenpsychologie. Sie zeigt, wie schnell sich Auffassungen und Meinungen ausbreiten, wenn sie nicht hinterfragt werden, und wie einfach es ist, dass gewisse Ideen, wie zum Beispiel Willi Weitzel war eigentlich ein total unhöflicher oder... Ey, Alter, was für Schlagzeilen, Alter. Beleidigte BR-Moderator Willi Weitzel, Behinderte. Jetzt äußert sich der Sender. Sogar bösartiger Kerl sich ausbreiten, schick mal jetzt. Selbst wenn sie nicht der Wahrheit entsprechen. Das Beispiel Willi will's wissen verdeutlicht somit einmal mehr, wie wichtig es ist, die Mehrheit nicht mit der Wahrheit zu verwechseln. Mhm. Im Übrigen wollen wir aber dennoch eine weitere Sache anmerken, die in diesem Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben soll. Denn auch wenn wir nach unseren Betrachtungen der Auffassung sind, dass Willi Weitzel nicht der ist, zu dem er in letzter Zeit gemacht wird, ist es wichtig, sich mit den Medien und der Gesellschaft unserer jüngeren Vergangenheit kritisch auseinanderzusetzen. Denn sie zeigen uns, wie wenig selbstverständlich Werte wie Gleichberechtigung und Inklusion sind. Man schaue sich nur mal diesen Ausschnitt aus einer Dr. Oetker-Werbung aus dem Jahr 1955 an. Wir wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Alter, what the fuck? Mirella? Ein weiteres Beispiel, das eine andere Form der Diskriminierung offenbart, sind etwa die berühmten Geschichten von Pippi Langstrumpf. Ja. Die Bücher, die in den 40er Jahren erschienen, sind bis heute die erfolgreichsten Kindergeschichten der Welt und immer noch wahnsinnig beliebt. Allerdings wurden in den Pippi-Langstrumpf-Büchern Menschen mit schwarzer Hautfarbe mit Wörtern bezeichnet, die wir nicht näher nennen. Ja, krass, das wusste ich, habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt, krass. Wollen und somit äußerst diskriminierend dargestellt. Tatsächlich gibt es aber auch neuere Medien, die bei genauerem Hinschauen eigentlich ziemlich diskriminierend sind. So deckte beispielsweise der YouTube-Channel Pop Culture Detective auf, dass selbst die Serie The Big Bang Theory mit zahlreichen sexistischen Handlungsverläufen und Aussagen übersät ist. Wie ihr seht, es ist wichtig, sich kritisch mit Medien auseinanderzusetzen. Deshalb setzt euch gerne kritisch mit diesem Video auseinander. Ja, krass. Achtet man gar nicht so drauf, vor allem jetzt bei Big Bang Theory, das hat man da, lässt man halt einfach mal plätschern, diese 20 Minuten hier rein, da raus und denkt gar nicht so drüber nach, kichert hin und wieder mal und das war's so, aber ja, krass. Gutes Video, aber finde ich gut, dass das aufgedeckt wird. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like da, dann sehen wir uns später, 18 Uhr, auf Twitch. Macht's gut, Leute. Peace.